Hallo und damit wieder. Ja, damit wieder hallo, herzlich willkommen. Du lässt den Anfang bitte drin. Zu einer weiteren Folge Car Battle in Motorsport. Ab sofort mache ich im Motorsport die Anmoderationen. Ja. Guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen. Ja, keine Moderation mehr. Wir sind jetzt hier in Motorsport 6 noch. Bald hoffentlich in Motorsport 7. Das sind zwar richtig geile Autos. Und zwar habe ich hier den Subaru WX STI oder auch Impreza von 2015. Du siehst das, was fährst denn du, Schönit? 7R. 200 Allrad. Okay, ja, willkommen zum Drag Race. Was ist nicht drin? Moin. Okay, Turboloch. Ich nicht. Meiner war perfekt. Ohne Wheelspin. Wow, ist aber auch eine Kunst, ne? Siehst du jetzt mein Design? Nee, ne? Nö. Scheiß Motorsport, Alter. ey. Der zieht, Junge. Not bad. Nein, den sechsten Gang brauche ich nicht. Den sechsten Gang Doch. brauche ich nicht. Oh. Ne. Meine, die KI hat einfach direkt hochgeschaltet im Ziel. Ich war noch nicht im Drehzahlbegrenzer, aber im roten Bereich. Na gut, macht jetzt 1 zu 0 für Silas. Jetzt gucken wir, wer die besseren Bremsen hat. Und zwar hier auf dem offenen Flugfeld. Bei 200 1, 200. km/h. Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ja, ich auch nicht. Das Problem wird sein, wenn wir irgendwann schnellere Autos haben, dann die auf 300 beschleunigen, schaffen wir es, glaube ich, nicht, rechtzeitig zu bremsen bis zur Mauer hinten. Ich hatte aber, ich, wie gesagt, ich fahre auch hier ohne ABS und vorne haben meine Reifen komplett blockiert. Das ist natürlich jetzt deine Schuld, ne? Ah, Also. das ist meine Schuld. Bleib mal da stehen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Das schaffe ich nochmal. Den Punkt habe ich trotzdem, ne? Also. Den Punkt hast du trotzdem, aber ich möchte nochmal probieren. 1-1. Das möchte ich nochmal probieren. In der Zeit unterhalten wir euch mit schöner Fahrschulmusik. Die sieht das 50 Sekunden lang singt. Was ist das für eine Fahrstuhlmusik? Weiß ich nicht. Also Da im möchte ich aber nicht Irrenhaus mehr. oder Da wie der Fahrstuhl? möchte ich keinen Fahrstuhl fahren. Ich auch nicht. Und 20 Sekunden haben wir es geschafft. Mensch. War schon lange. Komm schon! Komm Los. schon! Go, 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 go! Nein, 5 Gang brauche ich nicht. Schneller, schneller. Du hast keinen fünften Gang, what? Nö. Was nicht ABS alles so ausmacht. Egal, den Punkt hast du trotzdem. Das war mein Fehler. Ja, das war schon einfach zu blöd. Hier, ich gebe dir noch den Krönchen. Und damit sehen wir uns in dem nächsten Rennen. Tschüss! Ciao! Wir sind wieder auf Le Mans hier, und zwar bei der Mulsanne, also die Mont-Saint-Strecke hier, ohne die Schikanen. Wir machen den Topspeed-Test. Golf gegen Subi. Bereit? Jo. Es geht keinen Windschatten nehmen. Ich bleibe auf meiner Spur. Kein Windschatten. Er muss nur direkt nach hinterher ziehen. Was? Windschatten? Na, Spaß. Ich habe einen Spoiler hinten. Das ist, glaube ich, ein Problem. Wir sind exakt bei 27 Meter. Nein, jetzt komme ich Ja, nachher. aber der Top Speed, nicht die Meter, das ist ja scheißegal. Ja, aber wenn ich näher komme, bin ich schneller. Du Mathe-Genie. Hallo? Hallo? Ja, was ist denn das Hallo? hier? Sind Sie doch schon mal diesen Rowdy an? Bin ich einfach hier mich What? überholt? Ja, ist so. Ja, das ist ja wohl. Oh, dadurch wurde es ein Grafikfehler. Da war einfach ein schwarzes Viereck auf meiner Strecke. Ich glaube, du bist schneller als ich. So zufällig. Ein bisschen. Weil es aber peinlich ist, will ich gleich aber noch sagen. Da wollen wir schon auflösen. Können wir eigentlich schon, ne? Kannst du auflösen? Also der Wagen hier, der Subi, der ist nur ein Kammer schneller als ein anderes Auto. Oh, da haben wir noch ein Kamera bekommen. Das war knapp.
dass ich nicht berührt hätte. Also ich habe geschafft 276. Oh, ich war zehn km/h schneller. 286. Ich meine, für einen Golf, ne, ist schon in Ordnung. Kann man machen. Also folgen jetzt die Rennen. Wir sind hier auf Lime Rock, Pfiffi-Röhrchen. Ist Turbo doch, ne? So, dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü. Zu der Und da Wagenachse, das, kriegt das. würde ich sagen, halb vergessen, sehr gut. Hallo. Kollisionen sind immer ein und oh, Schadenssimulation. Du, wir Ich hatten hätte ein einen Abschluss für Offroad-Auto. die das, ne? Ja, Offroad, alles gut. Jetzt Vom hält er Punkt also waren auf wegen für letzte der. Rundenzeit. Ich würde gerne mal Offroad fahren. Den schnellsten Rundenzeit, von daher alles gut. Die erste Runde, die ist eigentlich eh nie die beste. Oh! Also. Hast dich überschlagen? Reifenschabe? Was passiert? Ich bin eingeschlagen, war null Schaden. Nichts passiert. Dann ist gut. Ich Der habe nur Reifenschabel ist. die Wand geknutscht und den Die Bomben. Reifenstäbel sind aber großzügig. Meine Weisen so easy in so einem Motorsport ist wieder ein ganz anderes Fahrverhalten. Wie geileres Fahrverhalten, finde ich. Ah. Erste Kurve wird man schon abgeflogen und hat für den Arsch. Nicht abgeflogen. Noch nicht, also auf die erste Kurve. Ich bin noch in Handling, naja, könnte besser Ja, sein. ich bin aber schon mal 2,2 Sekunden schneller in der Vorrunde. 6,9. Du bist auch eingeschlagen. Wann denn? Ich weiß nicht, wovon du Ich weiß redest. nicht. Vorletzte, nee, drittletzte Kurve. Sind ja nicht viele Kurven hier auf der Strecke. Das stimmt. Außer auf der Variante mit den Schikanen. Den beiden. Der zweite Runde war schon mal ganz in Ordnung. Nee, na gut. Oh Gott, ich verbremst. 12 Sekunden besser. Jetzt geht's ja wie mir. Ja, auch ein wenig verbremst. Aber das ist auch aus Auslaufzone zum Glück. Das ist Auflaufzone. Tschechische Krank. Auflauf. Ja, moin. Auflaufzone. Kann man So, mal zwischendurch Auflauf essen. ich mache mir heute Abend Nudelauflauf, ey. Mit meiner Freundin, wenn die gleich kommt. Ach, die kommt nicht. Wollen wir jetzt diskutieren, über welches kommen wir reden, oder? Über was reden? Ach, nix, alles gut. Oh, nee, nee. Ja, Silas, du kleiner Schlingel. Ein kleiner Schlabuzzelmann. Ich weiß nicht, was das in Wort ist, das habe ich gerade erfunden. Auf die vierte Runde, die hoffentlich wieder gut wird. Rum, Oh, das heißt Spätbremsen, aber halt auch nicht zu spät, ne? Das war gut. Ah, diesmal bin ich ja nicht abgeflogen, perfekt. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Lime Rock Park. Was? 4 Sekunden schneller? Als ob ich, so hart bin ich gar nicht abgeflogen, als ob mir das 4 Sekunden gekostet hat. Anscheinend ja schon. Heilige Scheiße. Aktuell 2 zu 1 für den Golf. Die Runde ist wieder Möglicherweise. besser als die andere. Ich muss nicht schalten bis ins Ziel. Doch, muss ich schalten. 5 Sekunden nochmal schneller, heilige Scheiße. Alter, so schnell bin ich eine Runde gefahren, hätte ich noch 0, ohne 0. Warte, wird noch besser vielleicht. Mit mir. 11419, was hast du? 100156, glaube ich, wenn es mit dem Kopf ab. Schon wieder vergessen, ne? Ergebnis
Doch, 156. 1-0-0-1. Ja, 156, ich hab gewonnen, danke. Aber, ey, ich hätte die erste Kurve noch ein bisschen schneller nehmen können, dann wäre ich unter einer Minute auf B den Limebrook gefahren. Das wäre, glaube ich, schon gut. Wäre schon ziemlich scheiße eigentlich. Das wäre, ja, das wäre schon gut. So, bis zum nächsten Rennen. Hade. Alla. Bin so ein richtiger Scheißkarren. Ist echt so. Letztes Rennen hier am Start. Und? Ich meine, dieses... Oh, der kommt nicht aus dem Quark am Start. Der Subi. Ist der Gang ist zu lang. Oh. Quark. Aber gerade 3-1 für dich, ne? Yes. Bremst, das hast du gewonnen. Und das auch nur, weil ich mich verbremse. Ja. Ausreden über Ausreden. Überfahren kann der auch nicht, der Junge. Aua. Wo bist du? Da, okay. Wo bist du? Da! Ja, die Kurve, die hasse ich, die kann ich nie. Nicht immer sau langsam. Die ist voll geil, ich liebe die Kurve. Zum Driften ist die Kurve der Hammer. Oh, Entschuldigung! Kein Ding. Auch kein Schaden. Was mache ich, komm da richtig quer. Die Kurve macht so ekelhaft zu nach hinten. Ja, diese Aussicht ist geil, ne? Das ist stimmt. Und ich weiß auch schon, ich Tag. War Klassenfahrt. Wow. Oh, nie. Das war cool, Alter. Richtig hart besoffen. Und ich auch, ich meine, Alkohol ist in Prag mega günstig. Der kostet so ungefähr 1,5 Liter Bier, 50 Cent. Umgerechnet. Ja, moin. So, alle Alkoholiker, ich bin der Park, schau. Hab eigentlich auch alle getrunken, bis auf einer, weil der nicht trinkt. Nobbel. Ja. Der Typ heißt Nobbel. Stimmt. Wie sonst? Weiß ich nicht. Vielleicht Peter. Das ist eine Art Sprintrennen übrigens. Also eine Runde. Ja. Wer da am Ziel ist, der hat den Punkt. Oh, Mann. Hätte mich an dir orientiert, wäre ich jetzt vorbeigegangen. Das Problem ist, der Golf schiebt bei manchen Kurven extrem über die Vorderachse. Wow! Toll, ich hab total Schaden! Schnell ins Ziel, los! Ich hab einen fucking total Schaden, du... Mann! Ja, jetzt gewinnst du das auch noch. So, Fabian, disqualifiziert, der Punkt geht an den Golf. Warum denn? Weil du kein Auto fahren kannst und voll in die Wand fährst. So ist das Rennen halt. Das rennt man auch so. Lächten. Du gefährdest dich und andere Menschen. Ach, du nicht oder wie? Nö. Ja, ich hab trotzdem gewonnen. 3-2, ne? Ja. Oh, Fabian, ey. Oh. Ich wollte die Kurve halt eng nehmen, ne? War ein bisschen zu eng. Ja, wow. Super. Das ich Ding ist, geflogen, als ey, ich wenn wir mit unseren anderen Freunden zocken, ja? Der eine heißt Daniel. Der hat genau denselben Fehler gemacht beim Rennen und da bin ich auch hinten drauf gefahren. Und dann bei Marc auch nochmal genau dasselbe. Immer bin ich der da hinten und dann bumm. Ja, dann mach's doch mal anders. Geht da nicht. Oh. Also, es stand hier natürlich 3-2 für dich da noch. Er hat schon verlassen. Kein Bock mehr. Macht ja Moderation. Ich, ja, Herr. So, das war's mit Forza Motorsport 6K Battle Duell Tun Gedönsen. Tschüss. Ciao. Ciao.